Im letzten Video ging es um das Besser-Modell und einen kurzen Überblick über Lean Leadership. Heute steigen wir tiefer in das Thema ein. Wir erinnern uns, für bessere Ergebnisse braucht es bessere Prozesse. Für bessere Prozesse braucht es bessere Mitarbeiter. Für bessere Mitarbeiter braucht es bessere Führungskräfte. Und genau darum geht es in diesem Video. Wie werde ich eine bessere Führungskraft und ein guter Lean Leader? Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Um ein starker Lean Leader zu werden, braucht es einen ganz wesentlichen Punkt. Der hört sich jetzt völlig banal an, ist aber das tatsächliche Fundament, auf dem alles aufbaut. Ich muss es wirklich selbst wollen. Ich als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Führungskraft muss wirklich ein Lean Leader werden wollen. Wenn ich nur Teilnehmer eines Lean-Programms bin, das mal wieder in der Firma ausgerollt wird, wie so viele Programme, aber mir die intrinsische Motivation fehlt, wird das Thema wirklich schwierig werden. Weil es dann eben nicht authentisch ist gegenüber den Mitarbeitern und es wird jeder merken, dass mir als Führungskraft etwas übergestülpt wurde, was ich eigentlich gar nicht wirklich will und wo ich nicht mit vollem Herzen dahinter stehe. Und das ist auch der erste und wirklich zentrale Punkt, den ich meinen Kunden immer wieder sage. Sie, ja Sie da draußen, müssen es wollen und Sie müssen es vorleben. Lean Leadership, bzw. die gesamte Power, die Lean Management mit sich bringt, lässt sich nicht delegieren oder einführen. Ein Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, das geht nicht. Lean Management kann nicht an der Türe des Geschäftsführers oder des Managements enden. Sie müssen sich selbst mit Lean und ein paar wenigen Prinzipien auseinandersetzen und diese konsequent selbst vorleben. Aber wie geht das nun im Einzelnen? Was sind die Unterschiede zwischen einem traditionellen Chef, so die alte Fasson, der Boss, und einem Lean Leader? Ein Chef treibt die Mitarbeiter an. Ein Lean Leader coacht seine Mitarbeiter, die Lösung selbst zu finden. Ein Chef hängt von der Autorität seiner Stellung ab. Ein Lean Leader wird wegen seiner Art zu führen akzeptiert. Ein Chef droht mit Konsequenzen. Ein Lean Leader erzeugt Begeisterung. Ein Chef sagt, ich. Ein Lean Leader sagt, wir. Ein Chef fragt nach dem Schuldigen. Ein Lean Leader sucht nach Lösungen, das Problem dauerhaft abzustellen. Ein Chef kennt die richtige Vorgehensweise, kennt den Prozess und weiß, was zu tun ist. Ein Lean Leader akzeptiert Unklarheiten, Schwierigkeiten, Probleme und leitet zur derzeit besten bekannten Vorgehensweise an. Ein Chef setzt Mitarbeiter ein als Human Resources, als Humankapital. Ein Lean Leader entwickelt Mitarbeiter. Ein Chef bekommt Anerkennung. Ein Lean Leader gibt Anerkennung. Ein Chef erteilt Anweisungen. Ein Lean Leader fragt nach Übernahme von Verantwortung. Ein Chef sagt, fang an. Ein Lean Leader sagt, folgt mir. Ein Chef steuert nach Auslastung und ein Lean Leader sorgt für fließende Prozesse. Sie sehen, es gibt sehr große Unterschiede in der Art der Führung zwischen einem traditionellen Chef oder Linienverantwortlichen und einem Lean Leader. Wenn Sie das jetzt immer noch wollen, also ein Lean Leader werden, dann starten wir mit dem ersten dramatischen Veränderung in der Steuerungssystematik. Vergessen Sie die Steuerung einer optimalen Auslastung von Maschinen und Mitarbeitern. Steuern Sie nach der optimalen Fließgeschwindigkeit, also keine Auslastungseffizienz mehr, sondern eine Flusseffizienz. Der Fokus liegt hiermit nicht auf der betrieblichen Ressourcen, sondern auf der Flusseinheit, also dem Produkt oder der Dienstleistung. Modig und Ahlström definieren das in ihrem Buch aus dem Jahr 2019 als die Summe der wertschöpfenden Tätigkeiten im Verhältnis zur Durchlaufzeit. Bei gleichen wertschöpfenden Tätigkeiten werden Sie also effizienter, wenn Sie die Durchlaufzeit für das Produkt, die Dienstleistung oder den Auftrag entsprechend verkürzen. Sie schaffen also mit den gleichen Ressourcen mehr Geschäft, weil Sie schneller geworden sind. Und das ist eigentlich logisch, aber es widerspricht fast immer den Prinzipien, nach denen Unternehmen in den letzten 100 Jahren gesteuert wurden. Das Fließprinzip ist eines der zentralen Lean-Management-Prinzipien. Und wenn Sie sich die 5 Lean-Prinzipien nochmal genauer anschauen wollen, unter anderem auch das Fließprinzip, habe ich hier ein tolles Video für Sie. Schauen Sie mal rein. Aber welche Durchlaufzeit sollen wir als erstes anpacken? Im Vertrieb, in der Produktion, in der Auslieferung, in der Fertigung? Ich gebe Ihnen recht, oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und um gemeinsam mit den Mitarbeitern die richtigen Projekte zur Verbesserung der Durchlaufzeit der Projekte und der Prozesse auszuwählen, sollte man sich einen Überblick über den Ergebnisbeitrag des jeweiligen Verbesserungsprojektes auf das Unternehmensergebnis verschaffen. Erarbeiten Sie daher gemeinsam, das ist jetzt wichtig, wirklich gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern eine Ergebniskaskade, um das grafisch jedem zu veranschaulichen. Und diese Ergebniskaskade ist sozusagen die Übersetzung einer abstrakten Unternehmensstrategie in Teile,
die der einzelne Mitarbeiter auf der Arbeitsebene, der Maschinenführer, der einzelne Büromitarbeiter wirklich beeinflussen kann. Und Ihre erste Aufgabe als Lean Leader ist es also, diese Ergebniskaskade mit Ihren Mitarbeitern aufzustellen. Gemeinsam in einem Workshop sich zu überlegen, was sind die jeweiligen Treiber. Es macht also wenig Sinn, wenn Sie fordern, 10% mehr Gewinn zu machen. Niemand wird wissen, wie man das erreichen soll, und Ablehnung und Resignation durch die Mitarbeiter wird die unweigerliche Folge sein. So heißt es eben nicht, folgen Sie mir oder kommt mit, wir machen das gemeinsam, sondern das wird eine Anweisung, macht 10% mehr Gewinn. Der falsche Ansatz. Der Gewinn ist die Differenz aus Umsatz und Kosten. Das leuchtet jedem ein, das ist soweit bekannt. Aber jetzt lassen wir mal die Kosten mal außen vor. Man müsste also den Umsatz bei gleichen Kosten steigern, um mehr Gewinn zu erwirtschaften. Wie bekommt man jetzt mehr Umsatz? Umsatz ist das Produkt aus verkaufter Menge und berechnetem Preis. Das ist auch klar. In dieser Ergebniskaskade schauen wir uns nur an, den Preis nehmen wir auch als gesetzt an. Beziehungsweise, weil der Wettbewerb zum Beispiel keine höheren Preise zulässt. Man müsste also mehr Menge verkaufen. Wir müssen die Menge steigern. Und bei der Menge stellt sich jetzt die Frage, ob der Engpass in der Nachfrage liegt oder in der Abwicklung. Es ist nämlich ein ganz großer Unterschied, ob potenzielle Kunden abgewiesen werden müssen, weil man sie aufgrund von Engpässen in der Abarbeitung nicht mehr bedienen kann, oder ob es zu wenig Nachfrage nach den jeweiligen Dienstleistungen oder Produkten gibt. Der erste Fall, dass man eben nicht alle Kunden bedienen kann, ist derzeit im bauernahen Handwerk echt ein großes Thema. Und der zweite Fall, man hat nicht genug Aufträge oder Nachfrage, ist öfter ein Problem bei Dienstleistern oder in der Produktion. Denken Sie zum Beispiel an Friseure, Gastronomie oder den Handel. Nehmen wir also an, es gäbe nicht genügend Aufträge. Jetzt kann man wieder das Thema Aufträge genauer anschauen. Liegt das Problem jetzt in zu wenig Anfragen? Oder gibt es an sich genug Anfragen, die man aber nicht gut in wirklich konkrete Aufträge verwandeln kann? Also diese Konversion von einem Interessenten zu einem wirklichen Kunden, das klappt nicht gut. Im ersten Fall, dass es nicht genügend Anfragen gäbe, bewegen wir uns also in dem Bereich des Marketings und die Sichtbarkeit des Unternehmens bei der Zielgruppe. Und im zweiten Fall sind wir eben im Bereich des Vertriebes und der Auftragsakquise. Verfolgen wir mal den zweiten Fall mal weiter. Es gibt also genügend Anfragen von Interessenten, aber man schafft es nicht, diese Anfragen in Aufträge zu verwandeln. Jetzt kann man weiterum nachbohren und das aufdröseln, ob jeder Interessent ein Angebot erhalten hat oder wie lange die Erstellung eines Angebots gedauert hat. Oder ob eben nach der Versendung eines Angebots die Auftragserteilung stockt. Im ersten Fall kann ich mir gut vorstellen, dass ein Kunde das Unternehmen bevorzugt, das eben die Anfrage schnell in ein Angebot verwandelt hat. Wenn man erst 6 Wochen warten muss, bis überhaupt mal ein Angebot da ist, entscheide ich mich als Kunde wahrscheinlich für einen anderen Anbieter. Im zweiten Fall ist das Angebot beim Kunden, ja, es ist verschickt worden, aber die Auftragserteilung stockt. Da könnte zum Beispiel ein aktives Nachfassen und die empathische Klärung von Fragen die Abschlussquote verbessern. Und Sie sehen, jetzt sind wir an einem Thema, an einem Punkt in der Ergebniskaskade, wo ein Lean Leader mit seinem Team echte Verbesserungsmöglichkeiten an seinem Prozess erkennen kann. Also eine typische Frage eines Lean Leaders wäre es, wie können wir es schaffen, systematisch und zeitnah die Angebote nachzufassen? Und genau diese Art der Fragestellung an das Team macht den Lean Leader eben aus. Er fragt seinen Mitarbeiter nach Ideen, er lässt Raum, diese auszuprobieren. Und dieses Ausprobieren darf auch mal nicht funktionieren. Also ein Experiment darf auch mal scheitern. Dann sucht man eben gemeinsam mit dem Team nach einer neuen Möglichkeit. Und jetzt kommen wir in diese kontinuierliche Verbesserung, die kommt jetzt wirklich in Schwung. Und genau hier macht eben auch Shopfloor-Management, das tägliche Führen vor Ort, ganz, ganz viel Sinn. Schauen Sie doch mal die Videos zum Shopfloor-Management an. Die passen auch ganz, ganz wunderbar zu dem Themenkomplex Lean Leadership. Denn Shopfloor-Management, Führen am Ort des Geschehens, mit allem, was dazu gehört, kurze Kommunikation und Ähnliches, passt wunderbar zu Lean Leadership. Und vergessen Sie auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, sonst verpassen Sie nämlich die nächsten Videos zum Thema Lean Leadership, wenn wir weitere Punkte eben aus diesem Komplex weiter und tiefer beleuchten. Wir sehen uns im nächsten Video zum Thema Lean Leadership, bei dem es darum gehen wird, die Mitarbeiter zu entwickeln und wirklich zu aktivieren. Also weniger träge Masse und viel mehr aktives Mitdenken. Ich freue mich drauf. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.